4 Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Es beginnt heute die CDU-Fraktion und da darf ich Herrn Böhm bitten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, im Zuge der geplanten Einrichtung der Asylbewerberunterkunft des Containerstandortes auf der Washingtonstraße wurde den bisherigen Nutzern gekündigt. Jetzt sind zur heutigen Stadtratssitzung die Vorlagen für die Standorte von der Tagesordnung genommen worden. Für mich stellt sich die Frage, wie geht es weiter an den Grundstücken und insbesondere, wie geht es weiter am Standort Washingtonstraße mit dem Vertragsverhältnis mit den bisherigen Nutzern. Sie hatten im Rahmen der Ortsbeiratssitzung in Pieschen im Dezember der Unterstützung den bisherigen Nutzern zugesichert für einen Neustart an einem anderen Standort und beim Umzug. Wie verhält sich es konkret mit den Dingen? Bislang ist da noch nichts bei den bisherigen Nutzern angekommen und so da jetzt noch keine Nutzung für Asylunterkünfte angedacht ist, besteht da die Möglichkeit in der Zwischennutzung bzw. in der weiteren Nutzung und wie könnte sich das gestalten? Die Beantwortung übernimmt Kollege Feuer. Sehr geehrter Herr Böhm, wie Sie wissen, liegt die konkrete Planung vor für diesen Standort mit mobilen Raumeinheiten, Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen. Heute ist die Vorlage von der Tagesordnung genommen. Das bedeutet nicht, dass dieser Standort obsolet geworden ist. Wir wissen im Moment überhaupt nicht, was dies Jahr auf uns zukommt. Wir werden für diesen Standort auch andere bauliche Lösungen nochmal in den Blick nehmen, die ja hier auch schon diskutiert haben. Und insofern, das Vertragsverhältnis ist ordnungsgemäß gekündigt und wir werden da jetzt auch keine anderen Nachrichten absenden können. Und angesichts der schwierigen Gesamtsituation, in der wir uns da befinden und den damit verbundenen erheblichen Unsicherheiten, ist es nach wie vor so, dass der jetzige Vertragspartner auch gucken muss, ob er alternative Standorte findet. Wir selber hatten ja ein Gespräch miteinander. Sie waren ja auch mit am Tisch mit dem Hundesportverein und wir haben da ja auch Alternativgrundstücke angeboten. Im Moment heißt es, dass man da eine andere Lösung selber gefunden hat, die günstiger ist. Das wissen wir natürlich auch noch nicht abschließend. Und die finanzielle Unterstützung, die bisher vom Verein verlangt worden ist, habe ich auch immer gesagt, wir müssen natürlich hier als Verwaltung auch rechtskonform handeln. Und das heißt, auch diese finanzielle Unterstützung muss irgendeine Rechts- oder Vertragsgrundlage haben. Und über die Dimensionen, die dort vorschwebten, sehe ich nicht, dass wir diese entsprechende Grundlage haben. Aber den Dialog wollen wir selbstverständlich fortführen. Ich würde dann nochmal nachfragen, speziell an den Herrn Oberbürgermeister. Sie hatten da eine großzügige, wenn ich das Wort so in den Mund nehmen kann, eine Unterstützung zumindest zugesichert im Ortsbeirat. Jetzt ist das Vertragsverhältnis nächste Woche beendet. Was soll jetzt geschehen? Herr Böhm, ich nehme das Thema nochmal mit, wenn wir in der Dienstberatung nochmal besprechen, ob wir jetzt zumindest eine Verlängerung auf Zeit gewähren können, bis wir ein anderes Konzept eventuell für die Washingtonstraße vorgelegt haben. Ich würde Sie bitten, auch die Option mit einer finanziellen Unterstützung für die verlorenen Investitionen in das Objekt mit in Erwägung zu ziehen. Das trifft ja erst dann ein, wenn eine Verlagerung vonstatten gehen muss. Danke. So, wir kommen zur nächsten Fragenden, in diesem Fall der Fraktion Die Linke, Frau Eichner. Sehr geehrter Oberbürgermeister, seit längerem wird nach einem innerstädtischen Standort für die Volkshochschule gesucht. Die räumliche Situation im Hauptsitz am Schilfweg ist nicht länger haltbar.
Eine Mietausschreibung ist zum Ende des Jahres ausgelaufen, 2016. Was ist das Ergebnis der Ausschreibung für einen neuen Standort der Volkshochschule? Auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Vorjahn. Ja, sehr geehrter Frau Eichner, wir haben in der Tat, Sie haben es beschrieben, eine Ausschreibung gemacht. Dazu haben uns 13 Angebote erreicht. Es werden Standorte angeboten, die sich unterscheiden nach der Lage, also Zentrumsnähe, nach Alter und damit Bauzustand und insgesamt natürlich auch nach der Miethöhe. Allen Standorten ist auf jeden Fall gemeinsam, dass sie ursprünglich natürlich nicht für die Bedürfnisse einer Volkshochschule oder überhaupt einer Schule errichtet wurden. Das heißt, wir müssen jetzt klären, wie viele bauliche Anpassungen notwendig sind, wie lange das dauert. Frage Brandschutz spielt da auch mal eine erhebliche Rolle. Das leidige Thema kennen wir ja im Zusammenhang mit unseren eigenen Schulen. Und was das alles wiederum mit dem ursprünglich aufgerufenen Mietpreis macht, wie er sich verändert. Da sind wir gerade im Gespräch, sind glaube ich hier inzwischen schon 4 Standorte da genauer unter die Lupe genommen worden. 13 Angebote, wie gesagt, gibt es. Das ist in der Tat ein etwas zeitintensiver Prozess. Okay, danke. Da hätte ich auch eine Nachfrage. Und zwar, wann ist mit einem Vertragsabschluss zu rechnen und demzufolge dann auch mit einem Umzug? Ja, wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, was an baulichen Veränderungen noch notwendig sind, was das mit der Miethöhe verändert. Ja, also Sie haben darauf hingewiesen, wir müssen dieses Jahr da, wenn es geht, eine Lösung finden. Aber ich würde jetzt ungern ein Datum nennen, weil wir da jetzt verhandeln müssen und das besprechen müssen, auch mit den Bauleuten besprechen müssen, auf der anderen Vertragsseite jeweils also. Und dann wird halt immer wieder wahrscheinlich neu kalkuliert werden müssen. Wir kommen zur nächsten fragenden Fraktion, das ist Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Ja, Sie haben sozusagen heute den Frage-Joker, Herr Frau Johann. Nachdem Sie ja in der letzten Stadtratssitzung im Zusammenhang mit dem nicht erfolgten Ausstellen eines Blankoschecks für die Vorlage bezüglich der Wohncontainer der Mehrheit eine zittrige Hand bescheinigt haben, würde ich ganz gerne die Frage an Sie richten wollen. Diese zittrige Hand eben nicht die Entscheidung zu treffen, quasi auf Spekulation diese Containerstandorte zu stellen, würde ich gerne die Frage an Sie richten, ob es richtig ist, dass der Freistaat keinerlei Kosten den Kommunen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften erstattet, soweit diese Unterkünfte nicht durch entsprechende Zuweisungen des Freistaates auch belegt werden. Und wenn das so ist, würden Sie Ihr Urteil vom Dezember nicht dahingehend revidieren wollen, dass diese Entscheidung zumindest aus einer finanzpolitischen Verantwortung getroffen wurde? Herr Kollege Feuer, bitte schön. Also Herr Schmählich, mein Wort von der zittrigen Hand scheint Ihnen schlaflose Nächte zu bereiten. Das tut mir ehrlich gesagt sehr leid. Ich wollte Ihnen nicht den Schlaf rauben an der ganzen Stelle. Wir sind in einer schwierigen Situation, das ist ja völlig klar. Und wir hatten ja inzwischen eine Klausur und haben uns ja im Konsens darauf verständigt, auf welche Planungsgrößen wir uns im Moment stützen. Und diese Planungsgrößen sind dann ja andere tatsächlich, als wir bei der letzten Stadtratssitzung alle gemeinsam, glaube ich, auch noch angenommen haben. So, um Ihre Frage zu den fiskalischen Auswirkungen zu beantworten. Also im Moment ist es so, wir kriegen 2 Arten von Förderung. Wir kriegen erstmal diese Pauschale 7.600 Euro je Flüchtling und Jahr oder eigentlich sind es genau 1.900 pro Quartal, es wird ja quartalsweise gemacht. Und dann gibt es als weiteres Jahr Investitionszuschüsse. Diese Investitionszuschüsse sollen ja genau bewirken, dass wir nicht nur finanziell entlastet werden, sondern von dem von Ihnen beschriebenen Risiko natürlich auch etwas entlastet werden. Diese Zuschüsse, über die haben wir disponiert im Dezember 2014, als wir das Maßnahmenpaket 1 hier diskutiert haben.
da diese Gelder, das waren insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, knapp 5 Millionen Euro, haben wir 2014 so eingesetzt, dass wir dort 6 Standorte uns ausgeguckt haben, wo wir eigentlich für relativ hohe Kosten diese Investitionen vornehmen. So, diese Standorte sind gesetzt, sie sind noch nicht realisiert, weil sie einen langen Vorlauf haben. Weitere Fördermittel zum Thema Investitionen gibt es im Moment nicht. Insofern, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir bauen unsere Kapazität weiter aus und investieren, haben wir das Risiko, das habe ich aber beim letzten Mal oder haben wir in den Vorlagen ja auch deutlich darauf hingewiesen, das Risiko, die vielleicht zu große Kapazitäten dann zu planen oder aber auch zu kleine zu planen, das ist ja beides möglich, das Risiko liegt natürlich bei uns. Es wird mit dem Freistaat darüber verhandelt, eigentlich ist es auch verabredet, dass der Freistaat sagt, wir machen eine genaue Analyse der Kosten 2015 und zwar über den gesamten Freistaat Sachsen hinweg und gucken dann, ob die bisher verabredete und veranschlagte Pauschale von 7.600 noch angemessen ist oder ob man sie verändern muss. Wir sind natürlich jetzt schon der Ansicht, im Wissen um unsere eigenen Zahlen, dass man sie verändern muss, denn wir haben insgesamt circa 30 Millionen letztes Jahr ausgegeben, 20 Millionen über die Pauschale und andere Fördermittel eingenommen. Das heißt, es sind knapp 10 Millionen Euro. Im Moment sind es genau 9,1 Millionen Euro, die für den städtischen Haushalt als nicht refinanzierbar dastehen. Das ist aber übrigens aber die Größenordnung, wie es im Haushaltsplan veranschlagt ist. Also insofern haben wir da eine Punktlandung, aber 10 Millionen sind uns trotzdem natürlich mit dem städtischen Geld noch zu viel. Und im nächsten Jahr sieht die Welt ja wieder ganz, also im nächsten Jahr, das heißt 2016, sieht die Welt komplett anders aus, weil wir höhere Zahlen haben. Okay. Ich will es aber auch insoweit nochmal ergänzen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Wenn man die Zuweisungszahlen, die man uns im November avisiert hat, für die beiden Monate Dezember und Januar anschaut und das, was die Realzuweisung jetzt angeht, dann ist ein Unterschied von ungefähr 2000 Plätzen. Weniger Zuweisung als zunächst angekündigt. 2000 Plätze sind mehr als alle 3 Containerstandorte zusammengenommen. Und das ist so ungefähr der Risikobereich, in dem wir miteinander, sowohl Stadtspitze wie auch Stadtrat, miteinander unterwegs sind. Und die Aussage war klar, das Risiko liegt voll bei uns. Das ist die Botschaft, die uns auch bei der Klausur der Freistaat nochmal deutlich mitgegeben hat. So, wir kommen zur nächsten fragenden Fraktion, das ist die SPD-Fraktion und der Herr Dries. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zum Themenfeld Wohnungslosenhilfe, da in dem Kontext von den freien Trägern oder den sozialen Trägern immer wieder die Notwendigkeit formuliert wird, eine Clearingstelle im Bereich Wohnungslosigkeit zu schaffen, um auf die unterschiedlichen Bedarfe von den unterschiedlichen Gruppen wohnungsloser Menschen zu reagieren und darauf ausgerichtet auch spezialisierte Einrichtungen zu schaffen, in denen besonderen Gruppen innerhalb der wohnungslosen Menschen auch besonders gut geholfen werden kann. Der Hintergrund ist, glaube ich, klar, dass ältere wohnungslose Menschen andere Unterstützungsbedarfe haben als beispielsweise chronisch mehrfachabhängige, psychologisch erkrankte Wohnungslose oder junge Wohnungslose. Meine Frage daher: Wie schätzt die Verwaltung den Bedarf zur Schaffung einer Clearingstelle und auf einzelne Bedarfsgruppen spezialisierte Übergangswohnheime im Bereich Wohnungslosigkeit ein? Und welche Maßnahmen werden derzeit von der Verwaltung erarbeitet, um dieses Ziel zu erreichen? Hier übernimmt die Beantwortung Frau Dr. Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Treves, für Ihre Anfrage. Sie haben recht, die Schaffung einer Clearingstelle war ursprünglich im Konzept zur Wohnungslosenhilfe der Landeshauptstadt Dresden aus dem Jahr 2012 vorgesehen. Die Entwicklung indes ist zwischenzeitlich weitergegangen, und zwar dahingehend, dass das Clearing als ein Modul in der sozialpädagogischen Intervention enthalten ist. Das bedeutet, dass durch freie Träger unabhängig vom Betreiber der einzelnen Einrichtung ein Service, eine grundlegende Beratung erbracht wird, die einen individuellen Hilfeplan für den Betroffenen oder die Betroffene unter Beachtung der Wirksamkeit der Hilfen ermittelt
und damit überprüft und fortschreibt. Ziel dieser sozialpädagogischen Intervention ist die Stabilisierung der Lebenslage des Betroffenen, seine Befähigung zu einem eigenständigen und selbstverantwortlichen Führen seines Lebens im eigenen Wohnraum bzw. aber auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Die Clearing-Phase indes hat einen Umfang von etwa 18 Stunden maximal und erfolgt in einer Zeit von 2 Wochen. Und hier wird der differenzierte Bedarf eben der Beratung und der Hilfe abgeschätzt und besprochen. Damit bedeutet es für uns, dass dezentral die Information und Beratung stattfindet und deswegen eine zentrale Clearingstelle nicht erforderlich ist, sondern dort, wo der Hilfesuchende quasi ankommt, dort wird er auch entsprechend dieses sozialpädagogischen Interventionsplanes beraten. Indes die Notwendigkeit von Übergangswohnheimen, welche auf bestimmte demografische oder andere Bedarfsgruppen ausgerichtet ist oder sind, die ist deutlich und klar. Es werden oder die Identifikation neuer Bedarfe und Bedarfsgruppen sowie die Anpassung von Angeboten fließt in die laufende Arbeit in der Sozialplanung ein. Das bedeutet also, dass wir in den letzten Jahren eben genau auf die Bedarfe ausgerichtete oder spezialisierte Angebote in sogenannten Übergangswohnheimen geschaffen haben. Das Übergangswohnheim Prolisser Straße, Prolisser Allee 3 und 5 ist Ihnen bekannt. Dort stehen 20 Plätze für ältere wohnungslose Personen zur Verfügung. Hier sei aber gesagt, dass etwa 5% der Wohnungslosen über 65 Jahre alt sind. Das ist also eine relativ kleine Gruppe. Wir haben des Weiteren das Übergangswohnheim Mathildenstraße 15. Hier sind 11 Plätze für junge Menschen bis 29 Jahre gegeben und das Übergangswohnheim Hubertusstraße 36C. In diesem Heim befinden sich 55 Plätze und hier sind die chronisch mehrfach geschädigten Abhängigkeits- oder die chronisch mehrfach geschädigten abhängigen Personen untergebracht und auch hier gibt es noch 5 zusätzliche Notschlafplätze für besondere Bedarfe. Das bedeutet Clearing dezentral vor Ort, dort wo Menschen ankommen und Hilfe benötigen. Das hat sich im Laufe der Zeit als der gangbare und richtige Weg erwiesen und entsprechend der Bedarfsgruppen unterschiedliche Übergangswohnheime für Menschen, die wohnungslos sind in der Stadt. So, dann kommen wir zur nächsten Fragenfraktion, FDP Freie Bürgerfraktion. Herr Fischer, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Dresdner Brücken sind ja immer im Gespräch. Ich möchte also Herrn Vorjohann mal ein bisschen Ruhe gönnen und den Baubürgermeister fragen. Wir wollen ja heute auch noch das Blaue Wunder anpinseln, aber so in den Fokus der Dresdner rückt so langsam immer stärker die Augustusbrücke. Für manche ja noch die Dimitrovbrücke und für andere schon die große Karlsbrücke. Meine Frage, im Rahmen der Vorlagen zur Ausschreibung zur Durchführung des städtischen Stadtfestes wird aktuell sehr intensiv über die Sanierung dieser Brücke nachgedacht und besonders über angedachte Verkehrseinschränkungen während der Sanierung diskutiert. Leider gibt es aber dazu noch keine genauen Aussagen, wie diese Verkehrseinschränkungen überhaupt aussehen werden. Es gibt lediglich Vermutungen. Aus den Diskussionen zur Sanierung der Albertbrücke wissen wir, und ich ganz besonders, dass es auch im Rahmen der Planung bereits sehr genaue Vorstellungen über die Sperrungen und notwendigen Verkehrseinschränkungen gibt. Deshalb meine beiden Fragen. In welchem Zeitraum genau ist die Sanierung der Augustusbrücke geplant? Und in wie viele unterschiedliche Bauphasen wird die Sanierung eingeteilt werden? Und die zweite Frage. Wie sehen die genauen, nach aktuellem Stand bisher geplanten, Verkehrseinschränkungen während der Sanierung aus? Bitte mal trennen nach den jeweiligen Verkehrsteilnehmern, also ÖPNV, Fußgänger und MIV eventuell. Und wie viel Verkehrsfläche bleibt während der einzelnen Bauphasen insgesamt in jeder Phase zur Verfügung, also analog zur Albertbrücke? Das sind meine Fragen.
Ja, die Beantwortung übernimmt Kollege Schmidtler-Martin. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Fischer, sehr geehrte Damen und Herren, zur ersten Frage. Für die Sanierung der Augustusbrücke wird derzeit über ein Planfeststellungsverfahren das Baurecht erworben. Derzeit sind wir gerade in der öffentlichen Auslegung der Pläne. Die findet statt vom 4. Januar bis zum 4. Februar diesen Jahres. Genaue Zeiträume für den Bau können erst angegeben werden, wenn das Planrecht vorliegt. Da es für dieses Verfahren aber keinen festen Terminrahmen gibt, sind wir noch ein bisschen abhängig davon, wann die Genehmigungsbehörde uns das Baurecht erteilt. Grundsätzlich gilt aber, gebaut werden soll in drei Hauptbauphasen. Die erste Phase sind Sanierungsarbeiten mit Straßenbahnbetrieb auf der alten Gleisanlage. Dann wird es eine Hauptbauphase geben mit Sanierungsarbeiten unter Straßenbahnvollsperrung. Und dann als letzte Phase Sanierungsarbeiten mit Straßenbahnbetrieb auf der neuen Gleisanlage. Das sind also die drei Bauphasen, über die wir reden. Unser Ziel, also das Ziel der Stadtverwaltung, ist es, mit der Baumaßnahme Ende 2016 zu beginnen. Das heißt, die Brücke wird sowohl zum Stadtfest 2016 als auch zum Tag der Deutschen Einheit noch frei sein. Zur zweiten Frage. Während der gesamten Bauzeit wird der Fußgänger- und Radfahrerverkehr aufrechterhalten. Es wird also während der Bauphase einen 5 Meter breiten Gehbahn- und Radfahrstreifen geben. Mit Baubeginn wird die Brücke für den Individualverkehr gesperrt. Die Sperrung bleibt dann auch nach Erfolg der Sanierung entsprechend dem Stadtratsbeschluss bestehen. Die Einschränkungen für die Straßenbahn werden auf das unbedingt Notwendige reduziert. Da viele Arbeiten witterungsabhängig sind, kann die Planung der exakten Zeiträume allerdings erst dann erfolgen, wenn nach Erreichung des Baurechts ein Baubeginn bestimmt werden kann. Aus Sicherheitsgründen muss dann, wenn die Planung entsprechend eintreffen, während des Stadtfestes 2017 die Brücke komplett gesperrt werden. Derzeit ist allerdings noch nicht absehbar, ob das auch zum Stadtfest 2018 erforderlich sein wird. Herzlichen Dank für die präzise Antwort. Damit kommen wir zur nächsten Fraktion, AfD-Fraktion, Herr Obern. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage zu dem Gegenstand Prävention und Sicherheit in Dresden. Seit meiner letzten Anfrage im Stadtrat im Oktober 2015 hat sich das subjektive Sicherheitsempfinden der Dresdner Bevölkerung nicht verbessert, im Gegenteil. Dazu folgende Fragen. Werden die Streifen im Bereich Hauptbahnhof bis Neumarkt von der besonderen Einsatzgruppe des Ordnungsamtes, welche bis Ende November 2015 stattfinden sollten, kontinuierlich fortgesetzt? Konnten zudem die 4 unbesetzten Stellen des gemeindlichen Vollzugsdienstes mittlerweile besetzt werden? Und ist der von der Stadtverwaltung angekündigte zweite Diensthund nun ebenfalls im Einsatz? Und die zweite Frage. Für die Zukunft hat das Ordnungsamt 20 zusätzliche Planstellen für den gemeinschaftlichen Vollzugsdienst beantragt. Bewertet die Verwaltung diese 20 zusätzlichen Planstellen als ausreichend, um Ordnung und Sicherheit nicht nur auf der Prager Straße, sondern wieder im gesamten Stadtgebiet aufrechtzuerhalten? Oder wird aufgrund der derzeitigen Lage eine weitere Anhebung der Planstellen im gemeinschaftlichen Vollzugsdienst sowie bei der besonderen Einsatzgruppe beabsichtigt? Die Beantwortung übernimmt Kollege Sittel. Ja, vielen Dank, Herr Urban. Die Streifentätigkeit haben wir auch über den November hinaus fortgesetzt, mit gewissen Einschränkungen. Wir haben im Dezember mit den verschiedenen Weihnachtsmärkten und sonstigen Dingen auch andere Schwerpunkte gehabt. Wir sind sehr froh, dass die Tätigkeit, die wir als städtisches Ordnungsamt dort machen, inzwischen auch durch eine recht erfolgreiche Initiative des City Managements unterstützt wird. Wir sind da im engen Austausch sowohl mit dem Polizeirevier als auch mit dem City Management, um diese drei Säulen, Polizeivollzugsdienst des Landes, Ordnungsamt der Stadt und Citystreife als gewerbliche Initiative auch fortzusetzen. Von den 4 unbesetzten Planstellen in der besonderen Einsatzgruppe sind 2 besetzt worden, allerdings von Beschäftigten aus anderen Bereichen des gemeindlichen Vollzugsdienstes, sodass sich der Gesamtsaldo noch nicht verändert hat. Wir haben hier zurzeit im Außendienstbereich 12 unbesetzte Planstellen. Der zweite Diensthund ist soweit da. Er wird im Februar die Diensthundeprüfung ablegen. Also im Moment büffelt er noch und ab Februar darf er dann schnüffeln.
Die 20 beantragten Planstellen für den gemeindlichen Vollzugsdienst werden angesichts der weiter steigenden Anforderungen an die öffentliche Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet nicht ausreichen, um das Thema vollumfänglich umzusetzen. Hier darf ich daran anknüpfen, dass meine erste Priorität darin besteht, dass der sächsische Polizeivollzugsdienst um weitere Stellen erweitert wird, weil uns das ein wenig entlastet. Ansonsten wird es dabei bleiben, dass wir weiterhin Prioritätensetzungen machen, natürlich unmittelbare Gefahrenabwehr vor reinen Ordnungsstörungen. Kann ich eine Nachfrage stellen? Ja. Also ich würde dann doch noch mal gerne die Nachfrage stellen, woran es klemmt bei der Besetzung der vier Stellen. Sie hatten ja gesagt, es sind erst zwei besetzt durch Umbesetzungen. Gibt es zu wenig Bewerber oder was hat das für Gründe? Es ist also so, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird und sich jemand von einer anderen schon besetzten Planstelle bewirbt, dann macht er das in der Regel, weil die Stelle ihm mehr gefällt oder weil sie besser bewertet ist. Aber dann fängt für die nächste Stelle ein vollkommen neues Verfahren an dem Punkt. Der zweite Punkt ist relativ eindeutig. Außendiensttätigkeit gehört nicht ganz zwingend zu den allerbeliebtesten Tätigkeiten, beziehungsweise wir haben auch recht hohe Anforderungen an die Beschäftigten, die dort tätig sind, neben körperlichen Anforderungen im unmittelbaren Bürgerkontakt. Das dauert eben ein wenig, bis man das besetzt. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Zwei sind zulässig. Gut. Es gibt ja diese City-Streife, die privat finanziert von den Händlern betrieben wird. Gab es dort den Versuch, eventuell aus dem Personalbestand dieser City-Streife jemanden zu übernehmen in den gemeindlichen Vollzugsdienst? Das würde ja einerseits per Saldo das Thema nicht zwingend erhöhen, abgesehen davon, dadurch, dass die Beschäftigten, die wir im gemeindlichen Vollzugsdienst haben, ja öffentlich-rechtlich hoheitlich tätigen, haben sie in der Regel auch eine vollkommen andere Ausbildung. Sie haben einen anderen Rechtsregelkreis. Möglicherweise sind körperliche Anforderungen gegeben, aber die Schulung auf Verwaltungsspezifika, also die strenge Gesetzesbindung und die Abarbeitung, funktioniert in der Regel nicht. Natürlich kann sich jeder, der im Moment in der Privatwirtschaft beschäftigt ist oder gar nicht beschäftigt ist, auf frei werdende Stellen, die wir ja in der Regel jetzt auch öffentlich ausschreiben, auch bewerben. Und wenn er geeignet ist, würden wir ihn auch nehmen. Dankeschön. So, zum Abschluss der Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Bauer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, aufgrund der Vorkommnisse in der Silvesternacht, als es in Köln und vielen anderen deutschen Großstädten in hunderten Fällen zu schwersten sexuellen Übergriffen von Nordafrikanern und anderen Ausländern auf deutsche Frauen kam, möchte ich wissen, ob es gleiche oder ähnliche Vorfälle hier bei uns auch in Dresden gegeben hat. Und ich möchte weiterhin wissen, ob es im Nachgang einen Austausch zwischen Ihnen bzw. dem Ordnungsamt oder dem Ordnungsbürgermeister und der Polizei zur Auswertung der Sicherheitslage in der Silvesternacht gegeben hat. Und wenn ja, welche Erkenntnisse liegen Ihnen davor über mögliche Straftaten im Bereich der sexuellen Übergriffe, im Bereich von Raub, Körperverletzung und Landfriedensbruch? Auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Sittel. Ganz allgemein, sehr geehrter Bauer, sind Fragen, was die polizeiliche Tätigkeit angeht, natürlich an die Polizei selbst zu richten und nicht an die Stadt. Wir sind als Stadt natürlich im regelmäßigen Kontakt mit der Polizei und im Sinne ihrer Fragestellung für die angesprochenen Straftaten hat es in der Silvesternacht insgesamt 3 Straftaten gegeben. Ja, ich gehöre ja dem Stadtrat schon einige Jahre an und Sie sind ja auch ein Stück weit berechenbar und ich habe diese Antwort von Ihnen im Grunde genommen schon erwartet und ich halte es trotzdem für eine Beschneidung der demokratischen Rechte der Stadträte hier, wenn Sie wiederholt sich quasi weigern, uns Auskunft zu geben mit dem Verweis darauf, dass Polizei Ländersache ist. Sie haben ja gerade selber gesagt, dass Sie im Austausch stehen mit der Polizei und ich glaube, Sie brechen sich keinen Zacken aus der Krone, einfach auch mal zu sagen, was da in dem Austausch mit der Polizei bei rausgekommen ist oder einfach mal, wenn hier ein Stadtrat eine Frage hat zum Thema Polizei, auch wenn es Ländersache ist, einfach mal zur Polizei zu gehen, sich mal zu erkundigen und uns darüber hier Auskunft zu geben. Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch zu dem, was wir hier im Fragerecht als Stadträte festgeschrieben haben. Das vielleicht fürs nächste Mal, also mich ärgert das sehr. Sehr geehrter Bauer, Sie haben gerade formuliert, Sie hatten meine Antwort erwartet. Deswegen haben Sie wahrscheinlich bei der konkreten Antwort, als ich sie gegeben habe, nicht zugehört.
Denn ich habe sehr wohl Ihre Frage beantwortet. Sie haben konkret gefragt, ob es Straftaten im Bereich sexueller Übergriffe, Raub, Körperverletzung und Landesfriedensbruch gegeben hat. Und ich habe geantwortet, obwohl wir als Stadt nicht vorrangig zuständig sind, dass es drei Straftaten bzw. drei Anzeigen zu Straftaten dieser Art gegeben hat. Das war eine konkrete Frage, eine konkrete Antwort. Und wenn Sie mir jetzt noch belegen können, wo ich Ihre demokratischen Rechte beschnitten habe, bin ich gerne bemüht, mir mit Ihnen nochmal besonders viel Mühe zu geben. Ich habe das sehr wohl registriert, dass Sie da kurz darauf geantwortet haben. Ich denke aber schon, dass man vielleicht etwas ausschweifender hätte darauf antworten können, als mit diesem kleinen, kurzen, knackigen Satz. Es wäre vielleicht doch ganz interessant gewesen, die näheren Zusammenhänge dazu erfahren, aber wir lassen das einfach mal so stehen. Die Beigeordneten sind immer angehalten, kurz und knapp ihre Fragen alle zu beantworten. So, damit hätten wir die Fragestunde beendet und steigen ein in die weitere Behandlung.